Scheiße, mein Speed ist genau unter der scheiß Note da ausgelaufen. Was ein Hurending, Mann. Und ich drück Boost und fahr direkt da rein. Oder ich hab einfach einmal zu viel B gedrückt, ne? Dann geh nochmal raus, oder? Geht das? Oder kannst du nochmal rein? Geht. Ja. Er sollte. Oh Mann. Keksi sitzt in seiner eigenen Lobby. Ja, ich habe mir neue Freunde gesucht. Vor allem, da ist auch wieder so ein Typ, der gar nichts wählt. Ich hab gewählt. Und wieder? Ach. Spielt Nintendo Switch. Okay, ja, richtig so. Jetzt stimmt's. Du. Also du hast das Geld von PayPal erstattet bekommen, oder was? Ja. Okay. Komplett. Aber du zählst ja als Abonnent, also bist du der zweite Abonnent. Der andere Abonnent ist der, Mr. Dave. Wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht, ob er noch ein Abo hat. Dave hat auch durchlaufen. Weil der Mr. Sniffler oder sowas hat abonniert, der sich nicht da, weil es anscheinend Auto-Abo oder so. Vor 3 Tagen oder so. Ja, ich werde dann nochmal abonnieren, dann wenn das Abo ausläuft und gucken, ob ich vielleicht dann doch noch Gründer werde. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass schon 10 individuelle Leute... Olli, weg mit dir, bist dich, Digga! Ja, das wirst du noch bereuen. Ich natürlich werde es bereuen, aber einmal musste ich diese... Weißt du, die Befriedigung haben hier. Ja, Befriedigung zu gut. Irgend so ein komischer Kauz, erster. Yo, wie weit fliege ich denn hier? Ich fliege nicht weit genug! Oh mein Gott. Ist er noch fallen, oder was? Ich habe auch Schiss gehabt, aber ich bin so hoch gewesen, Wahnsinn. Ja, ich habe am Anfang mich hochgezogen. Welcher Bastard schiebt mir das? Hast du das gesehen, wie der Mario dir einfach die Rote in den Po geschoben hat? Ich hatte zu viel, das war gar nicht der Mario. Das war tatsächlich Mario, ich habe Videobeweis. Was ich aber komisch finde, die haben ja nichts mehr gesagt und Ding geht halt nicht, ne? Es geht halt wieder nicht, die Zahlung. Geht halt ganz normal nur das Alte. Oh, ich kann den gar nicht verlängern. Ja, genau. Ja, das geht nicht mehr. Sie haben es anscheinend wieder rückgängig gemacht. Weiß nicht, ob es nur in Deutschland so ist oder ob es weltweit so ist, keine Plan. Ich habe nichts mehr. Ich hab nichts mehr gelesen drüber. Aber. Ach ja, genau. Das Rennen hat schon wehgetan, würde ich sagen. Oh, jetzt habe ich kein Offensive Item. Bei mir ist dieser kleine Tod da vor mir, ich weiß nicht, wie der heißt. Odette? Oder was? Schon, was willst du denn? Piss dich! Willst du mich ver... Okay. Alter, was ist in diesem Rennen los? Okay, das ist das erste Rennen, das richtig scheiße läuft. Sechster, ja, du warst da gerade da, was soll ich machen? Die kenn ich. Ich werde wieder getroffen. Alter, wenn man einmal hinten ist, ne, dann ist das so ein Rumgefick. Ja, willkommen in meiner Welt, Digi. Ha! Keksi! Aha. Ist notiert. Ach du Boah, Scheiße. Knapp. Ich hatte vorher den Boost nicht. Was ist denn das? Was ist das für eine Zahl? Kenn ich nicht. Ja, fuck. Ich hätte... Egal, ich alles erreicht. Ich hör auf. Danke, dass ihr da wart. Vor Molly. Ich bin weg. Also das Rennen war nur Betrug, Alter. Wie oft ich getroffen wurde. Ich hätte sogar... Wenn ich den Boost früher genutzt hätte, ich erst werden können. Ich wusste nicht, dass das Ziel kommt. Voll vergessen. Hm? Jetzt habe ich die falsche Strecke gewählt. Oh Mann. Ah. Lol, weißt du, was ich gerade sehe? Dass Montana Black auch Mario Kart spielt. Jetzt gerade, oder? Ja! Ja, da hast du keine Chance. Warum sollte dir jemand zugucken? Naja, es ist halt so, ne? Die großen Leute gucken halt auch, was die anderen gerade so spielen und was du gerade so up to date ist. Ja, aber Mario Kart ist nicht. Okay, krass. Ich hab mir zufällig geschaut, bin mal wieder weg. Ach, keine Ahnung, ich finde das dumm, dass die Großen immer größer werden und die Kleinen keine Plattform haben. Man könnte sagen, das ist so ein Real Life so. Ich könnte mich ja wieder aufregen. Du kennst meinen Text gar nicht, ne?
Den habe ich dir nie geschrieben. Welchen? Ich habe vor 10 Tagen noch einen Text geschrieben. Meine Gedanken habe ich aufgeschrieben. Du kennst die MP3s. Genau, genau. Und das geht aber noch weiter. Aber ich warne es halt, Suizid ist dabei und so. Yo, Olli, was willst du denn? Biss dich! Ja, ich hab den anderen getroffen, ja. Ja, warte. Ah, warte, Gags, das solltest du nicht so oft machen. Die Bombe! War das deine Bombe, wenn ich fragen darf? notiert. Weg mit dir. Ach, du hast noch einen roten da, oder? Ja, scheiße. Ja, du bist halt der Ernstfeind. Der Ernst, du bist halt Nummer 1. Alter. Haha! Ha. Was ist denn jetzt los, dieser dumme Beep? Jetzt hier rennen. Keksi, wer ist denn der Erzfeind? Die wird immer Erste hier. In dem Spiel. Keine Ahnung, ich nicht. Nur noch Toadette eigentlich. Toadette? Ich sehe die ganze Zeit nur Toadette auf der 1. Jogurette auf die 1. Ich fahre hier auf der 5. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich bin jetzt auch noch auf der linken Seite hier. Scheiße, wieder voll gewichst. Seh nix. Oh, boah, ist wirklich runtergefallen. Weißt du, normal. Ich bin jetzt zweite Runde, bin ich jetzt Erster und dann ist er eh gleich wieder. Letzte Runde wird man eh gefickt dann. Ja, kenn ich. Ist ja nicht schlimm. Aber ich bin nur auf der 3, also von mir musst du keine Angst haben. Ich check nicht, warum ich auf dieser Strecke so schlecht bin. Das ist auch im Online-Spiel immer so. Irgendwie ist auf der Strecke nicht. Oh, mein letztes rotes Ding war weg, das nicht protected hat. Mein letzter Protection war weg, ist weg. Den knockert. Ich Münze. Oh, jetzt kommt roter. Ja, ja, okay. Zweiter, dritter, ja. Super. Hallo, Olli, was geht? Servus. Alter, was ist denn mit dem Mord los, Junge? Wie schnell war der? Das zweite Rennen hintereinander nicht gewonnen. Ich muss den installieren. Ja, weil du mich hier weggedrängt hast. Und der andere liegt nur so im vierten. Kannst du dir nicht vorstellen. Also, ich weiß nicht, mit links bringt er kein Glück, Kingsy. Switch doch mal wieder. Kann man hier keine Kriegserklärung machen? So, irgendwie. Krieg. Das ist kinderfreundlich, wa? So, jetzt so ein Ding. Muss so dringend schiffen, hä? Ich werde nachher mal, glaube ich, einen Rennen aussetzen, damit man schnell schiffen kann. Dann hat Keksi die Chance aufzuholen mit dem Punkt. Naja. Schon wieder Warriors Gold Mine. Und? Als ob das jetzt auch die Goldmine ist. Oh, warte, was? Kann bei Zufall gerade ernsthaft die Goldmine? Ja, die gleiche, die gewählt wurde. So ein Schmarrn. Ja, gibt's ja nicht so viele Strecken im Spiel, ne? Aus allen 70 Strecken oder 80, wie viel es mittlerweile gibt, kommt. Gott. So ein Schmarrn, Digga. Jetzt hab ich den Start verkackt. Du musst ja nur die Zieldurchfahrt nicht verkacken, dann geht's ja. Keksi? Was mit dir? Olli ist da? Ja, lol, wie kannst du mich denn nur so krass da reingebreselt haben? Hä? Verstehe ich, also dieses Steam mehr verstehe ich gerade nicht, lol. Nein, warum habe ich die Hupe benutzt? Nein, wieso habe ich denn losgeschossen, das Grüne? Wollte ich gar nicht. Hanzinger baut mich vor auch seit 20 Jahren. Keksi, da ist einer mit Panzer hinter dir. Vorsicht, Grüner. Oh mein. Ja, lol. Jo, ich hatte gerade drei Pilze.
Wir hätten es benutzt. Du, Olli, benutzt es nicht? Den Blitz? Nee, oder? Was? Hast du den Blitz gehabt? Nee, oder? Nein. Wie kriegt man erster Platz ab? 8 abwärts, glaube ich. Also weiter hinten auf jeden Fall. Achso, ich weiß nicht, ich hab den weggekickt. Oder ja, hab ich dich getroffen? Ficken wollen, ja. Nee, dass ich meine Hupe wieder benutzen muss. Hupe! Ah, ich hab wieder eine Hupe, oh mein Gott, und das kommt auch blau! Blau hat mich getroffen, warum? Wichser. Und ich zerstöre die jetzt einfach genüsslich. Ach, das ist gar nicht Ende. Und ich düse hier mit meinen. Oh, was trifft mich denn da, die scheiß Rakete? Wichs, also. So ein Schmutz. Ja, ihr seid ja solche. Ja, keine Ahnung, 25 Leute überholen mich hier mit Rakete und Stern und keine Ahnung, Blume. Ich wäre dafür, wir machen Items drauf. Nur noch Münzen und Pilze. Peaceful-Runde, weißt du? Wo du einfach niemanden treffen kannst. Was sind wir denn hier? Kriegst du es? Ja, irgend so ein Roter frisst mich schon wieder. Ja, noch einer, noch einer. Ist okay. Ach, hat er dich getroffen? Oha, Entschuldigung. Ja, ja. Oh, alles wieder beim Alten hier jetzt. Mein Gott. Olli ist halt so weit weg bestimmt. Ja. Drei rote, aber keine Chance. Sind wir jetzt 1, 2, 3, Keksi, komm. Yes, so muss ja es sein. Geil, Mann. Die Freunde in Klammern. Ist in einem Podium, Main. Deutschland, nur Deutschland. Aber ich hab dich gleich wieder erkannt, Keksi, dein Avatar. Na ja, ja. Aber ich find's so okay, ich weiß nicht, ob ich international spielen will gegen die Schwitze. So passt das schon. Alter, wie geil ist er denn? Kann man nicht, ja, also kann man nicht auch allein ins Turnier rein? Nee, es geht nicht, stimmt. Ich weiß, ich habe früher auch mal gewartet, dass wenn du allein bist, startet das Turnier nicht. Es muss mindestens 2 sein, glaube ich. Ja, ja. Oh mein Gott, das wird ja Chaos die nächsten Tage. Stehe ich hier 4 Stunden. Warte. Wenn wir ins Bett gehen, dann sitzt der Gags da ganz allein. Dann geht das auf diesen leeren Morgenscreen. Ja, dann geht das Cutting aber schnell. Spielern. Das heißt, ich gehe erstmal nicht so schnell offline, okay. Ich musste nicht anders stehen. Ach, stell nicht so an. Ich musste wegen pinkeln, das tut schon weh. Huhu. Also warum ist es denn nicht so, wenn der... Okay, Mario Kart, ob ich nur der Erste bist, bis zur nächsten Strecke, startest du vom 1. Warum ist das nicht andersrum? Ja. Wie startest du hinten? Weil das halt nicht rewarding ist. Ja, dass du deine scheiß Punkte bekommst, reicht das rewarding genug? Ja, nee, dann bist du direkt clear von dem ganzen Scheiß dahinter. Und dein Ego ist da. Einfach nie gedacht, dass ich nochmal im Leben hier Switch nutze. Switch ist so toll. Digga. Kann ich nur ein bisschen stärker wählen. Ich bin sowas von gefickt worden gerade. Von den. Achso. Lol, ich drück manchmal zum Gas geben die falsche Taste. Oh, bist du Mutant Piranha? 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 Ja, ja, ich bin da in so einer geile Blume. Blaue. Wir sehen, dass er auf diesem Auto-Gag stand, nur verkehrt rum. Also, Buchstaben nicht richtig angeordnet. Mhm. Oh, das war gut, das war gut. Nice, guter Blitz, ich freue mich. Ich von der Blauen getroffen. Sehr okay, ich bin der Ding gewesen, Ja, in der Rakete bist du protected und im Stern. Der Stern, klar. Und wenn du hinter dem bist, der den... wenn du hinter dem bist, der den Blitz einsetzt, dann bist du auch nicht gefährlich. Jo, du noch eine Rakete mehr. Okay. Und der Blitz auch, was? Also wenn halt Platz 8 einlöst und du bist Platz 9, dann bist du nicht getroffen. War damals zumindest so. Genau. Hat jemand den Sprung beim Surf plötzlich getraut? Ja. Ja. Aber du meinst einfach über die Autos oder was? Ja, ja, am Surfblätter. Das ist ein Surfblätter, ja, wo das Auto da hat. Das kann nicht sein, wie viele Rote kommen denn da noch? Ich habe keine Bananas mehr.
Und Items gibt es hier auf der Strecke anscheinend auch keine, oder was? Wenige. Hier, friss! Ach man. Weißt du, jetzt muss relevant gewesen wäre, dass ich nochmal eine rote krieg, ne? Ja, du hattest ja wohl genug. Drei zu wenig. Schon wieder. Die Freunde am Podium. Ja, jetzt ist die KI gone. Also Blume fühle ich. Da wegschauen, ich kann das nicht mehr sehen, Mann. Die ganze Zeit, danke für Subs, lachen und vielen Dank. Was ist denn das? Erstmal immer ein bisschen mehr Haut. Schaust du denn gerade auch einen Stream nebenbei oder was? Kein Wunder, bist du so weit hinten. Nee, ich hab halt da noch was laufen hier. Was laufen, wie das klingt. So. Ich schau nebenbei 6 Streams. Ich schau dem einen Stream. Ja, ich schau 24 Streams. Mein Penis hat gesagt, ein Stream reicht dir. Entschuldigung. Ja, bitte? Der juckt immer 10 Sachen nebenbei. Lass mal lesen, was du mir geschrieben hast. Ich habe nur gelesen, Wahrheiten, naja. Dann habe ich aufgehört zu lesen, Jens. Das lese ich später. Natürlich ist das die Wahrheit. Du schreibst mir, dass Bing nicht alle Sachen im Internet anzeigt. Bing ist Schmutz. Deswegen benutze ich auch immer Bong. Er hat mir einen Clip schicken wollen, wo eine Streamerin jemanden angemault hat. Hat er nicht gefunden, hat auf Google anscheinend gefunden. Sagte mir, Bing findet nicht alles. Sag ich, ja, die Wahrheit findet Bing nicht. Oder? Wie kann man da überhaupt nicht einfach nur Ja schreiben? Wie kann man dann na ja und warum und Wahrheit? Sag doch einfach Ja, Gex, du hast recht. Verstehe ich nicht. Hä? Ich hab nicht zugehört. Ich hab meinen 6 Stream zugehört. Ach doch. Scheiße, jetzt wisst du nicht, was er gesagt hat. Ich hab das Rote hier, also Vorsicht. Pixi, ich bin neben dir. Der andere Banane. Nicht das Ding nutzen, wir neben mir. Du darfst das Rote. Du darfst nutzen, nutze ich das Rote. Vorsicht, ich hab Boost. Weil, wegen Windschatten. Ja! Ich hab so das Gefühl, da hinter mir wird eine Allianz geformt. Gefällt mir. Jens, nach 9 Jahren wieder mal Mario Kart. So habe ich im Streaming angefangen, deswegen habe ich heute gepostet. Back to the Roots. 2.6.2014 Mario Kart gespielt. Und danach die Monate danach auch noch. Seitdem nie wieder. Ja, deswegen spiele ich jetzt die Blume, weil Back to the Roots, hä? Ja. War das nicht das, was du gemeint hast? Doch. Wo geht's denn hier lang, Xenix? So war das gemeint. Und es sind so viele neue Strecken, ich kenne die alle gar nicht. Es liegt auch neu für mich, die Strecke. Ja, diese ganzen Tourstrecken sind wild. Mag ich auch nicht so, aber sind auch nicht scheiße. Was ist das? Tourstrecken? Welcher Bastard war das? Ich nicht. Was? Ich bin hinter dir und hab drei Grüne. Vorsicht. Ich komm nicht näher. Wow, da ist ein Grün auf einmal von mir. Es ist halt immer noch dasselbe irgendwie hier. Mann, der Stern. Scheiße. Das ist gleich das Ziel hier. Kommt gleich. Nee, jetzt. Mein Ei. LOL. Fick dich. Das muss ich mir jetzt anschauen. Mein eigenes Grünes. Ich war die ganze Zeit Dritter. Und jetzt, letzte Runde, trifft mich mein eigenes Grünes. Weil ich drück das Grün, drück Boost. Jetzt hat er aber lang gewartet. Weg! Nein! Ja. Siebter. Aber ich muss mal kurz schiffen. Ist egal, ich kann nicht mehr. Das tut weh. Komm gleich. Ich bleibe einfach drin. Ja. Dann wählen wir einmal nichts aus, dann verzögern wir es. Hast du gehört? Nichts auswählen. Unbedingt ganz schnell auswählen, jawohl. Du musst ja die Punkte aufholen, ne? Ja, du bist jetzt vor allem, ich hab's nicht gesehen. Genau. Keine Ahnung, nicht drauf geachtet. Mit Bewegungssteuerung. Ja klar, hä? Na
das ist bitter. Ich bin behindert. Setz dich mal vom ersten Mal, sagt. Ja, Mann. Und das am Ende. Oder das hier? Steuerung vor allem. Was hast du? Oh. Oh nein, jetzt eine Schrecke auswählen, okay. Weiter können wir es nicht rauszögern. Vielleicht schaut es ja. Lauf, kleines Mädchen, lauf! Also ich muss sagen, Gents, für mich ist das eigentlich das richtige erste Mario Kart. 64 ein bisschen gespielt, weil es ein Kumpel hatte. Bei ihm kurz, oder ich glaube mal bis Wochenende ausgeliehen und dann halt das hier. Und das ist das Richtige hier. Danke fürs Warten, glaub, Jungs. Das erste Mario Kart, was ich richtig gelebt habe, war Double Dash. Das war doch auf der Cube, oder? Ja. Naja. Einfach das so schade, dass es nie wieder ein Double Dash Remake gab. Das war das erste, was ich gespielt habe, das erste, wo ich reingesucht habe, war Wii. Oh, wir fahren ja wieder meine Strecke hier. Und wer will. Was willst du. Also, wer hätte es gedacht, Jens? Auch in der. Auch bei dem Rennspiel, in Anführungsstrichen, ist. Olli Profi. Lüge. Ich hab zweimal. Dreimal nicht gewonnen. Viermal nicht gewonnen. Viermal nicht gewonnen von 100 Rennen. Entschuldigung. Hier kommt schon wieder der erste Blaue. Ich könnte. Ja, natürlich, natürlich. Glaube, ja, ist okay. Ich wurde heute mehr von mehr Blauen getroffen, als Gags Punkte hat. Ja, zum Glück. Ich will auch immer so bleiben. Und du jetzt nur einen letzten Tag nicht spielst. Ja! Du Wichser! Ja? Was kann ich tun? Ja, dieser scheiß Stein, ey, der hat natürlich nur auf mich gewartet. Es ist so krass, wenn man die, wenn man bis zur letzten Runde halt immer Zweiter oder Dritter halt, dann ist man dann im Arsch in der letzten Runde. Nein, nicht unterfallen! Warum holt der so auf? Schon wieder bei mir der Stein, ne? Neun. Ne! Oh, was macht. Hab ich hingeschaut. Schlechter Scherl. Ja, nochmal. Ja, natürlich. Scheiße, Mann. Ich hatte es auf SNES und das ist einer der besten Spiele aller Zeiten gewesen. Habe ich schon oft gehört. Ja, insbesondere Multiplayer-Screen. Ja. Habe ich schon oft gehört, aber ich habe das halt. Erst 100 Jahre später gespielt und das kann man sich nicht mehr anschauen jetzt. Ich hatte halt nie SNES. Leider. Ich habe mir damals zum. Ich habe mir damals, als ich 14 wurde und Konfirmationsgeld bekommen habe, hat meine Eltern mir eine Frage gestellt: Was willst du? Willst du einen Super Nintendo oder willst du einen Computer? Ich habe gesagt: Super Nintendo. Ich habe einen Computer bekommen. Also, ich habe mir einen gekauft für meine. Ich hatte damals zur Konfirmation 3000 Mark bekommen, kann es sein? 2000-3000 Mark? Mit 2000 Mark bekommen, hat mir dafür dann ein Computer gekauft, plus Drucker. 24 Nahdrucker, ich glaube Drucker war 600 Mark, glaube ich. 2000 Computer, ich 600 schon, da ist Mark. Ist eine Verbindung zwischen Drucker. Uns. Nur er ist irgendwie komisch. Ja, ja. Ja, ich mache das so nach Farbe und, ne? Und dann fühle ich so, was würde er wählen? Und dann, okay, den Flipper. Na, so. Aber ich glaube, das war all in all schon die beste Entscheidung. Am Computer habe ich es hacken gelernt, hätte ich auf der Super Nintendo nie gekonnt. Und den Drucker musste ich natürlich mitnehmen, weil. Ja, ich für die Schule und so, ne? Für die Schule. Ja, ja. Hier, druck mal was aus. Und so kommt, nur so kommt man seine Druckerfahrung mit 14. Also immer die Scheiße nicht geht. Bis heute verfolgt mich das.
Bis heute verfolgt mich das. Hey, wieso springt er nicht mehr? Ist dein Ding auch wireless, Olli? Oder ich bin nochmal ein Pro-Controller von der Switch. Jetzt gerade einen Namen. Bei der PS5-Controller gerade. Ach, kann man den auch nutzen? Achso, was? Ist PS5 jetzt oder wie? Oh Mann, was hast du? Ich hatte normalen Pro-Controller von der Switch. Von der Switch? Ganz okay, toll. Echt? Ich dachte, du hast den Xbox-Controller benutzt. Nee. Normalerweise alternativ benutze ich dann noch den PS5-Controller per Adapter. PS5? Und mit was für Adapter? Wireless oder per Kabel? Adapter, also wireless. Okay. Ja. Ich hab gesagt vorhin. Den 8-Bit. 8-Bit ist gut, ja. Schöne Marke. Ja, trifft mich halt. Hey, das kann nicht sein. Ich bin immer zwei Runden. Die ersten zwei Runden bin ich immer Zweiter. Und dann immer die letzte Runde werde ich immer total rangenommen. Ja, statt mich anzugreifen, solltest du dich selbst verteidigen. Ich tu dich ja gar nicht angreifen. Ich tu dir nicht. LOL! Also, Mittelfinger, Mann. Kein Bock mehr. So eine Scheiße, also. Ich resigniere. Da mit dem spiele ich. Oh, Fehler bei der Datumsfrage. Ich bin rausgeflogen. Ist ja okay. Ich habe mit dem angefangen, ja, aber irgendwie geht der nicht. Ich hatte kurz das Internet ausgemacht auf der Switch. Ja, ja. Nee, ich habe. Ja, ich hatte auch extra so ein Fußpedal für. Ich bin einfach stehen geblieben. Anscheinend fliegt man da raus, oder? Hä, wo ist der blaue? So ein Müll, also das kannst du nicht vorstellen. Du hast 30 Münzen gesammelt, ein neues Fahrzeug ist. Okay, cool. Danke. Er kriegt noch ein Fahrzeugbelohnung. Okay. Ja, deswegen bin ich raus und ich das mitspielen. Ja. Also kann jeder teilnehmen. Einfach hier joinen. Geil, Mann. Geil, Mann, Digga. Also früher, 2014, hatten wir keinen Platz, Keks in Lobby. Bin ich online gekommen, war alles voll. 9 Jahre später mit meiner cool Popularität. Da hast du irgendwas falsch gemacht. Ja. Oh mein Gott. Aber klar, gut, dass wenn jetzt heute wirklich der Montana Schmeck 77 da heute zockt, das Game. Montana Schmeck. Schmeck mal. Ja, schmecki, Mäcki da. Wie heute kein Glücksspiel bei CSGO. Aber nachher bestimmt noch ein paar Packs ziehen. Noch ein paar tausend Euro. Verballern. Hast du gesehen, dieses Bild, 100.000 Euro hat er ausgegeben. Mittlerweile ist es bestimmt doppelt so viel, aber war vor einem Monat war so ein Screenshot. Haben wir gesehen im Stream. Ja, leider, oder, Jens? Deswegen sage ich ja. Nachher nochmal zurück in CSGO rein. Hör doch mal zu! Wo sind dir die Ohren abgefallen von 1800 bis jetzt? Der Voodoo sagt bei jedem Spiel Drecksgame, wa? Besonders bei Konsolen. Er ist ja Konsolenhasser, glaube ich. Ich verstehe auch, Computer kann alles ersetzen und Computer kann auch das hier sogar ersetzen. Also gibt ja genug Emulatoren und so. Also so oder so geht das. Also ja, es gibt Emulatoren, aber ich finde... Weiß nicht. Also Mario Kart geht schon gut auf der Ursprungskonsole. So selber ja, und so, das geht sogar mit 60 Frames hier. Ja, und 1080p, nativ. Ich meine, so bei Zelda so verstehe ich tatsächlich, warum man Emulatoren spielt, weil da kannst du 4K-Texturen haben und 60 FPS, das ist halt sehr schön. Ach, Keksi, Mensch. Nein. Ich kann so nicht arbeiten. Ich auch nicht, wenn man mir einfach meine Items abfährt. Und Olli ist hier Dachregion Platz 26, ist er, hat er gemeint. Dass du was fährst, weißt du? Wer schießt denn da so Pissblumen hier? Zum Glück hat er mich nicht getroffen. Da kommt schon wieder eine blaue. Blaue Unterrute kommt hier. Wow, was ist das hier? Oh, ja, so ein scheiß Schlittschuhfahrer.
Ja, wir überfahren. Muss nicht bremsen. Unter Stoßstangen hier. Wieso fährst du denn dann gegen die Wand, Keks? Was ist mit dir? Könnt ihr mich bitte nicht abschießen? Danke. Ich bin doch nur ein alter, schwacher Mann. Ja, so viel Unterschied ist ja da auch nicht 4K, 8K. Das ist auch schon wurscht. Ich sehe schon bei 4K und WQAD nichts. Auf dem kleinen Bildschirm, keine Ahnung. Ich so könnte so kotzen. Auf dem 27-Zoll-Bildschirm, also 4K und... So, ja, 27 WQAD, ist auch Schmutz. Keine Ahnung. Ja, da sollte man gar kein 1440p haben. Also... Die größten Bildschirme, die ich habe, sind ja die 32 Zoll am SimRig und die sind ja WQAD und das reicht vollkommen. Keine Ahnung. Diese 4K-Fotzen gehen mir so auf den Sack. Also ab 1440p sollte man schon 32 haben, oder? Damit man halt das auch erkennt. Oder nicht? Wie meinst du? Nicht? Bei 1440p sollte man schon 32 Zoll haben, weil 27 Zoll sieht man ist ja gar nicht richtig. Ist zu klein. Ja. Und deswegen meine ich ja 4K. Leute, die meinen, ich brauche 27 Zoll 4K, halt doch die Fresse, Alter. Nee, das erkennt kein Menschenunterschied. Also 4K. Ich finde, also ab 27 Zoll brauchst, du 1440p, finde ich. Weil ab da fängt schon ein bisschen an, dass man 1080p ordentlich sieht. Aber WQAD hält schon bis, keine Ahnung, 40 Zoll plus. Also ich hab 32 mit 1440, das passt. Diese 4K Warriors, die gehen mir echt auf den Sack. Frisst unnötig viel Leistung, man sieht kaum einen Unterschied. Da habe ich auch so einen im Freundeskreis, der sagt, ja nee, ich brauche schon einen 4K-Bildschirm. Gigantisch. Ja, aber wenn du auf dem 32 Zoll, Jens 4K hast oder 8K, ist es kaum Unterschied. Pixeldichte so. Du siehst nur den Unterschied, wenn das Material von 4K auf 8K runtergerendert wird. Dann sieht das 8K-Material natürlich aus und das 4K sieht nicht mehr gut aus. Hey, die gab es früher auch, die Strecke. Yep. Genau, dieses Knaller siehst du nur, wenn du wirklich auch 8K hast. Also, 8K von it. Also ich kann dir das. Ich weiß nicht, ich kann wegen Scheiße, wegen kann ich es nicht erklären. Scheiße, du hast recht. Recht hast du, fertig. Scheiß Ding, ey. Diskutieren hier während dem ficken Spiel hier. Du also hast ich recht. Alle Konsolen, die nicht 8K-ready sind, sind auch echt schlecht. Schmutz. Das ist dumm, wie das triggert mich so hart, wie das auf der Packung von der PS5 und der Xbox. Lol, gell, da ist 8K steht da. Ja, das Menü geht in 8K. Ja, halt. Das ist wie so kann dumm. Der das, ey, ich hab so geil dieses Ding da genommen, immer so gejumpt und getroffen, dann kommt dieser andere. Weißt du, was die ganzen Leute da, ja, kaufen sich irgendwelche 8K-Fernseher und wir können bis heute nur irgendwie 720p Fernsehen schauen. Ja, weil die nur HD-Ready-Fernseher haben. Ja, nee, weißt du, was gibt's denn maximal im Fernsehen so? HD? Also Full HD? Ja. Und da gibt's mittlerweile auch ein bisschen 4K gibt's auch bei Sky halt, weißt du ja. Wirklich? Ja, ich guck mich ja. Aus ja, du kannst Formel 1 in 4K sehen. Formel 1 in 4K kann man okay. Da, ja. Okay. Das ist geil. Das ist schon geil, habe ich schon gesehen. Das ist krass. Digga, das sieht wirklich geil aus. Habe ich schon gesehen vor ein paar Jahren. Also so 2019 habe ich gesehen oder so. Ja, aber sagen wir mal, 90% der Sender sind Full HD, oder nicht? Du hast nur Full HD, ja, im Fernsehen. Und dafür musst du extra zahlen für Full HD. Haben wir gestern das Thema gehabt. Ja, und Full HD ja, musst du halt extra zahlen, das ist so ein Schmutz. Und dann kaufst du dir einen 8K-Fernseher. Super toll. Ja, damit du halt sagen kannst, du hast deinen. Ja. Alles. Aber warum brauche ich Verkaufsargumente? Mit 4K-Fernseher. Besonders. Nee, alle. Ich hasse alle wirklich gleich viel. Platz 8, weil mich irgendwer am Ende noch gefickt hat. AAA-Game, also wenn du ansprichst hier, Jens, haben meistens nicht einmal Unreal Engine 5.2. Dieses komische neue Spiel, dieses Avenum Oida, wie das Ding da heißt, diesen komischen, wo du nur mit der Hand Magie verschießt, hat auch Unreal Engine 5. irgendwas.
und sieht nicht geil aus. Es sieht okay aus und das braucht Hardware ohne Ende. Also ist halt leider. Wird einfach nicht gescheit programmiert oder einfach nur komisch. Also ich finde so Natur-Dokus, da ballert 4K schon so auf einem großen geilen Fernseher, aber sonst ist das alles unnötig. Ja, das ist schon cool, ja. Also wer beim Gaming 4K braucht, keine Ahnung, Lost. Du siehst natürlich einen Unterschied, Jens, wenn du dann das gleiche Bild im 1440p siehst und sofort 4K. Aber wenn du dann, weiß ich nicht, wenn je nach Spiel, wenn du ein schönes Story-Spiel spielst, gemütlich mit 30 Frames, oder ein Auto dein Spiel spielst mit 150 Frames, dann ist egal, ob 4K oder 1440p bei Auto nennen. Der Unity-Look ist aber irgendwie immer so komisch, finde ich. Ja, ich... Unity hat immer so einen komischen Look. Ich muss sagen, ja, fühle ich, was du schreibst. Aber da finde ich Unreal Engine doch besser jetzt. Ich war ultra Fan von der Unity Engine, jahrelang. Aber irgendwie ist, wie der Olli sagt, es ist halt nicht geil, der Look mehr. Ich feiere das nicht mehr. Ich habe jetzt gesehen, auch 7 Days, auch die neueste Version, es sieht alles immer noch trotzdem irgendwie alt aus. Gut, 7 Days ist jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel. Ja doch, das sieht aber trotzdem gut aus jetzt. Also das ist auf der neuesten Engine. Ach nee, was habe ich denn gemacht? Das ist auf der neuesten Unity Engine. Dann bin ich ja mal gespannt, wie Ark 2 wird auf der Unreal Engine. Oh mein Gott. Ja. Erstmal brauchst du die 16 Terabyte SSD, um es zu installieren. Ein Mod 16 Terabyte. Das reicht doch nicht. Naja, halt Base Game, ne? Base Game ist mindestens 20. Ach, da kann man auf diesen komischen schwemmen? Ja. Das. Was hast du denn gemacht? Du bist mir reingefahren, ich hatte eine Banane am Arsch. So, ich ja auch. Wow, was für ein Arschloch hat mich beim Springen getroffen, dass ich vom Platz 2 nach hinten auf 7 bin? Beim Springen? Dann muss die Wolke mich nach hinten tun und muss den ganzen Sprung nochmal machen? LOL! Das kannst du dir nicht vorstellen, Alter. Welche Arschlöcher werfen eigentlich die ganze Zeit blau? Da kommt noch eine blaue. Okay, dagegen habe ich keine Chance mehr. Oh, ich bin da geslowt jetzt. Warte mal. Ja, Keks ist ja gut. Piss dich! Eine blaue in einer Runde, ey. Weg mit dir, Keks! Ja, hättest du lassen können, Mann. Lol, jetzt hat mich auch noch eine überholt. Du bist echt eine Drecksau. Hättest du lassen können, wäre ich zumindest hinter dir gewesen. Aber dieser Virdo und Inklinge, Bindestrich Junge, was ist das für ein Name, Alter? Wieso heißt der eine Bindestrich Junge? So schön. Ach, es ist ein tolles Spiel. Also ich habe bis jetzt, das ist meine Lieblingsstrecke von früher gewesen irgendwie. Mal schauen. Das mit dem Vulkan. Bin ich noch nicht überzeugt, Herr Jens. Bis jetzt jedes Spiel, das ich gespielt habe, Vulkan hat viel Fehler gemacht und ging schlechter als mit DirectX. In letzter Zeit waren wirklich jetzt 3 Spiele dabei, die ich getestet habe. War krass. Ubisoft. Genau, Motorfest war. Atlantis. Atlas Fallen war. Was war noch? Ich weiß nicht, also die Unreal Engine Spiele ruckeln doch nicht alle. Fortnite läuft gut. Ja, Fortnite läuft gut, hä? Also habe ich im Stream gesehen. Bei Audi. Da gezockt hier. Wann habe ich denn Fortnite gestreamt? Nie? Ich war die so verwirrt.
weg, das ist die Rachekekse, du bist ja, Freund. Ja, fick dich! Ja, aber in der ersten Runde ist das doch eh egal eigentlich, oder? Eigentlich schon. Aber trotzdem, alt musst du einfach mal sein, weißt du? Also, ja, keine Ahnung, die Leute haben dann halt... Ja, du brauchst halt Hardware ohne Ende, dass es flüssig läuft, aber wenn du die Hardware hast, dann läuft alles flüssig. Das ist ja das nette Mal mit guter Hardware läuft, wie das wissen Chat gemacht wurde. Ich weiß ja nicht, wie schwer das ist, am PC was Chat zu programmieren, dass es flüssig läuft. Ja, lol, Blau hat mich getroffen, dich auch, oder was? Nö, weil ich vom Blitz noch gestunt war. Also, die Animation vom Blitz war noch. Ja, ich auch nicht, Kings, Jens. Nie, noch nicht einmal installiert, nie gehabt, das Spiel, nie. Ich habe das immer als Abschaum der Gesellschaft gehalten, das Spiel. So was war verzweifelt am Leben war ich noch nicht, aber werde ich bald spielen. Muss ja. Nein, lass es. Ich habe alles probiert über die Jahre. Aber was habe ich nicht probiert? LOL nicht probiert, CSGO nicht probiert, Valo und Fortnite. Und das sind die Spiele, bevor ich sage, jetzt töte ich mich selbst. Also jetzt war es das in meinem Leben. Mario Kart. Das habe ich ja von Anfang an gespielt. Ja, cool. Vorm Suizid spiele ich nochmal Fortnite. Kann es in der Zeitung so stehen. Also wissen wir, wenn Gags irgendwann online kommen mit Fortnite, dann wissen wir, dass es bald vorbei ist. Oh Mann. Das war aber nicht schön. Und LOL? Du musst aber kein Spoiler-Thumbnail machen. Und Valo. Und bei CS2 starte ich durch. Na. Vorsicht, wenn hinter dich hab Rot. Mach ja, nichts. Ich bin blau, alles gut. Ich meine, solange mich kein Keks überholt, ist ja alles gut. Ja, ich bin Platz 10, mach dir keine Hoffnung, also... Ach, das war's? Ja, lol! Ja, das war's gar nicht, ja, du gedacht, okay? Ja, noch der Blitz. Ja, ist okay. Ach, fickt euch doch alle. Nee! Schmutzspiel. Keks, was tust du? Ich weiß nicht, weil ich zu klein war, hab ich anders geslidet. Das Sliden ja, war auf einmal anders. Lol, ich war Erster. Das Sliden auf einmal total... abgebrochen. Oh. Ich drück da meine Tastatur, dann scroll ich immer mit der. Ja, auch noch die. Oh, ne. Komm, überholt. Keine Lust mehr. Also, das ist ja. Also, sowas von Scheiße, Alter. Gerade noch so von Platz 10 auf 4, ne? Ich baue mir 12 durchs Ziel. Also, dass ich nicht rausfliegt. Ja, so. Also, ne. Als kleiner Fuß hat sich das irgendwie gedreht, dieses komische Ding, das Leiden. Ich weiß nur, dass es nie keine Firma hinkriegt mit irgendwelcher Engine, dass es richtig schön läuft. Heutzutage ruckeln doch alle Spiele, das ist alles scheiße. Es ist einfach normal, dass jedes Spiel aus Rockband einfach ruckeln nicht schön läuft. Ich meine. Wobei Baldur's Gate läuft ganz gut. Nee, das ruckelt. Hä? Das läuft ja auch beschissen, die Pommes ist ja auch Müll, aber es braucht halt nicht. Weil das also ist ein rundenbasiertes Spiel. Wo es natürlich die Performance-Probleme gab, glaube ich, vor dem Patch, aber da war ich halt noch nicht. Deswegen nach dem Patch läuft es jetzt eigentlich ganz gut. Also ich habe es nicht anders erlebt, weil ich halt nicht vorher im dritten Akt war. Die Unreal Engine ist halt zu sehr performant, was die, nicht was die Performance, also was die, also es ist zu groß, zu krass, zu mächtig, dass es irgendwie flüssig laufen kann, wenn man da ein bisschen mehr Sachen reintut. Also das dann wollen die Leute 4K-Spiele. Was in Baldur's Gate ein bisschen laggy ist, wenn du Multiplayer spielst. Aber auch das so. Ein bisschen. Also wir haben bisher im Multiplayer jetzt durchgespielt und ich fand es eigentlich immer gut. Ich hatte nie unter 100 FPS oder so. Was man eigentlich auch nicht braucht. In dem Spiel brauchst du 30 FPS, das reicht auch. Naja. Aber weil Jens meint, Fortnite schimpfen alle, dass es stattern soll. Ja. Weil sie da nicht treffen, das ist die Ausrede, weißt du? Fortnite ist die Ausrede. Okay. Ach, die ganzen E-Sportler spielen doch eh auf niedrigsten Einstellungen. So. Und sieht das auch absolut Müll aus, das Spiel. Ja, damit nur wegen High Frames, damit man auch die Pixel sieht, die man treffen muss. Ach, diese so. Leute, die da 400 FPS brauchen. Das sind genauso Idioten, die 4K brauchen. Ja, aber die haben Earnings. Das sind keine Idioten, die haben Earnings. Alles dasselbe Volk. Ja gut, Ark ist bis heute nicht spielbar, habe ich so das Gefühl. Ja, das ist Katastrophe. Selbst mit der aktuellen Hardware. Also selbst mit der aktuellen Hardware, wo man da bei Release nicht mal dran gedacht hat, dass es die jemals gibt, läuft sie bis heute nicht geil auf Ebene, ja. Also auf Episch, WQAD. Kann ich dir recht. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Mods gibt. Habe ich getestet. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Mods gibt, die das verbessern, aber. Jeder Mod minus 10 FPS.
Also, ja, verbessert es. Ja, da weißt du noch, wie wir damals die Konfig gebaut haben, dass das so meine scheiß 55 läuft. Ja, ja. Oh, nee! Ich? Ja, ja, auf meiner 55 Ti. Ja, ja, wir haben die ganze Chain ausgeschaltet, Blumen ausgeschaltet, alles ausgeschaltet. Und dann ging's spielbar. Da kam jeder ins Stream und dachte mir, wieso schaut das bitte so aus? Schaut scheiße aus, aber ich kann zumindest spielen. Ja. Yeah. Rechts ist. Also arg ist bis heute wirklich ein Graus und deswegen habe ich eigentlich nur Angst vor dem Survival-Ding Ascent. Ja, das krasse ist, die haben auf der Gamescom kein einziges Wort drüber verloren, ne? Und es war Xbox da. Ja. Von die haben so schwach. Gesagt, die haben ja auch gesagt, als sie es ja verschoben haben oder was auch immer, ja, kurz vor Release werden wir nochmal Material zeigen. Eieiei. Fick dich! Und wenn ich immer nicht den Controller fallen lasse und wieder aufnehme, weißt du, was ich drücke? Immer RP. Und dann stehe ich erstmal zu 5 Sekunden. Weiß nicht, peil. Und dann, okay, das ist ja A. Ja, will ich dich noch, Keksi? Platz 7 gönnen. Nein, doch nicht. Ja, ja. Ach, erstmal Platz 7 gönnen, ist okay. Guck mal, Keksi ist jetzt immerhin vor Gags. Ja, er hat schon Katze überholt mit den Punkten, ja. Guck mal, Ark ist erwähnt, nicht wie. Okay, ja, genau. Arkenbesitzer machen. Ja, das wird unmöglich sein, so ein altes, krasses, großes Spiel auf Unreal Engine 5 umzumodeln. Aber die machen ja erstmal nur die eine Map. Ja, das lief ja vorher so, weil sie die Unreal Engine komplett. Ja, verwurschtelt haben. Ja, das stimmt schon. Und dann wollen sie auch die 5 umbauen? Keine Ahnung, ob das klappen wird. Ich meine, mich würde es freuen, wenn das Spiel tatsächlich gut aussieht und gut läuft, aber ich bezweifle es. Ja, von dem gut aussehen und gut laufen wirst du und kriegen. Ja. Dafür zahle ich dann, wie viel? 40? Na, 60. Machen wir 60 drauf. Ich dachte, wir wollen es für 40 verkaufen. Apropos jetzt Spiele, ne? Was ist denn mit Sternenfeld bei euch? Wie schaut's denn aus? Legt am ersten noch oder nicht was? Bin ich raus. Ich schaue es mir dann an. Ich kann mal diese 90 oder 100 Euro Version, das ist zu teuer, das geht da nicht. Aber ja, ich glaube, es gibt einen Trick, wenn man Xbox hat. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Xbox. Kann man für 30 Euro die Ultimate Edition upgrade und dann kann man es auf dem ersten Spiel. Sprich, ich müsste nur 30 zahlen. Das heißt nur. Da hätte ich wieder trotzdem. Ja, aber nur solange du dein Abonnement noch hast. Ja, das ist ja das Doofe. Das heißt, du hast das Update, aber besitzt nicht das Spiel eigentlich. Ja, ich weiß ja nicht, wie das danach abläuft. Ich hab auch nicht so richtig Bock, es auf Xbox zu holen. Würde ich ja, schon da hast du nur 30 FPS. Nee. Achso, ich dachte auf dem Xbox spielen, sorry. Nee, auf dem Xbox Store oder so. Nee, auf dem Konsolen ist es ja auf 30 gecapped. Ja, habe mich gestern gelegt, ich habe mich so aufgeregt. Wir haben gestern viel gelabert. Und da ist auch wieder so eine Sache, weißt du, die Leute wollen 4K und dann laufen die Spiele wieder wie Scheiße. Das ist wie damals, weißt du, vor PS3 und Xbox Dings. Ja, genau das Thema hatten wir gestern über eine Stunde oder so. Da hier war so PS2, wild. Easy 60 FPS. Und dann kommt PS3 an. Und Tao hatte gemeint, ja, damals war das noch kein Thema mit 30. Ich habe gesagt, ja natürlich, bei PS3 ja schon, ist klar doch. Die Strecke ist irgendwie verrückt. PS2 hatte ja schon 60 FPS, aber es ist halt dann alles andere wieder den Bach runtergegangen. Das ist halt, wie gesagt, ist doch okay. Lasst uns doch mal die Spiele auf 1440p schön laufen lassen, bevor wir da 4K versuchen reinzudrücken. Ja, und das Lustige ist ja, die Spiele auf X hier laufen ja auf 1080p mit 30 Frames, 1440p mit 30 Frames und 4K mit 30. Warum schaffen wir einfach nicht, dass dann das mit 1080 schneller läuft? Macht ja gar keinen Sinn. Aber ich sag mal so, das Dümmste bei der Xbox, was mich am meisten so aufregt, ist, dass sie die S noch mitschleppen. Das regt mich auch auf. Die wollen das gleiche Feeling wie auf der X und S haben, dann bringt doch keine zwei Konsolen raus. Das geht doch gar nicht.
Na, lass doch dann eine Konsole. Da zahlt einer 300 Euro mehr, will die gleiche Performance haben wie auf einer Konsole, die halt 400 Euro mehr kostet? Verstehe ich nicht. Was soll das? Genauso wie wenn ich einen scheiß Aldi-PC kaufe für 10 Euro und dann 4000 Euro Gaming-PC mir hole. Ich will das gleiche Erlebnis. Ja, warte mal kurz, Kate. Was? Ist das nicht dasselbe, ist das nicht auch der Grund, warum auf Xbox Baldur's Gate später Baldur's Gate, genau. Ja. Weil sie auf der Xbox S Splitscreen haben wollen, die Idioten. Genau. Ja. Deswegen kommt das erfolgreichste Spiel aller Zeiten oder das beste RPG nicht raus. Guck mal, nur deswegen. Oder auch nicht. Nee, willst du mit einem roter mich? Ja, der. Ja, super, GZ. Oh mein Gott, wie hab ich Yoshi noch geholt? Also mit der Echtzeitübertragung kann ich nichts machen hier, Fatty. Echtzeitübertragung kriegt kein Geld hier. Now we here am Start, meine Damen und Herren. Oder würde er sagen, ich kann mit der Echtzeitübertragung und 2 Subs im Monat leben? Nope, gibt's keine Kohle. Ja gut, von 2 Subs wird's auch echt schwer. Was will ich damit machen? Da reicht das Wasser hier nicht. Das kostet auch schon reicht nicht über 1 Euro. Nope. Ja, warum stellst du dich nicht ans Fenster und machst einfach Photosynthese? Sondern gibt's kostenlos. Weil ich habe schon gestern gesagt, ich habe so einen Dickheitsgrad erreicht, dass selbst Poolstream hässlich wären, weißt du? Da muss ich erst noch ein bisschen abspecken. Aber das mag ich nur, wenn ich nicht 10 Tabletten mehr am Tag schlucken muss, wegen meinen Schmerzen. Ich bleib dabei. Ne? 3 Aufkleber drauf, ne? Einen auf den linken Nippel, einen auf den rechten Nippel und den dritten kannst du dir aussuchen. Und was mache ich auf dem... Was mache ich auf dem fettesten Nippel meinem Bauch? Auf dem... auf dem was? Wie? So ein Aufkleber gibt es nicht. Also ohne Asche würde ich persönlich keinen echt zu übertragen bei Mieten. Ja. Jens, das ist, ja, okay. Ist ja nicht nur bei der PS5 so, sondern der PS4 war ja auch schon superior zu der Xbox. Also da war es nicht unbedingt die Leistung, aber einfach so, Microsoft kann es halt einfach nicht mehr, keine Ahnung. Deren Exklusivspiele sind alle Schmutz. Ich meine, was haben die noch Geiles wirklich? Und keine Ahnung, also ich finde Microsoft ist so unattraktiv. Aber hast du recht, Jens, ja. Und Olli auch. Also ich war immer Ultra-Microsoft-Fan, aber irgendwie... Die Xbox Game Pass, der lockt doch nicht mehr. Der ist kein Argument. Wenn du einen PC hast, Gex, dann brauchst du auch gar keine Xbox mehr, also... Ja, jetzt nicht mehr. Früher schon, wegen Forza zum Beispiel. Nur wegen Forza habe ich. Nur ja, wegen Forza ich mein, Gran Turismo habe ich es gebraucht. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute, die damals noch eine Xbox 360 oder so gekauft haben, auch noch einen PC hatten. Aber, oder eine One oder so. Und das sind jetzt alles Leute, die da bei der